Lüchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Witcher 3. Wir waren natürlich jetzt zuletzt vor diesem Auftrag Muire Diablen, wie auch immer, und wir sollen hier mit einem Zeugen reden. Rurik, stimmt's? Also, ich habe gehört, dass du auf dem Boot warst, das die Ertrunkenen angegriffen haben. Ja, das stimmt. Mit Ulf, meinem Cousin. Wir haben die Krabbenfallen von den Kiera-Klippen geholt. Ulf zog an einer Leine, es ging schwer. Ich dachte schon, toll, der Käfig muss voll sein, klasse Fang. Da hat was zurückgezogen, nach unten, ein Ruck. Und Ulf war verschwunden. Ich habe ihn gerufen. Einmal, zweimal, dreimal. Dann wurde das Wasser rot. Und ich roch etwas Furchtbares, Verrottetes, noch schlimmer. Und die Muire Diablen warfen das Boot um. Ich weiß nicht mal, wie ich es an Land geschafft habe. Freya muss über mich gewacht haben. Das oder die Monster waren schon satt. Danke für die Geschichte. Okay. Ein Wrack nach dem noch ein Zeuge. Das ist ja seltsam. Bist du Tove? Ich habe gehört, dass Ertrunkene deinen Mann getötet haben. Da hast du richtig gehört. Erst haben sie meinen Sohn geholt. Dann mein Mann. Jetzt bin nur noch ich da. Unser Sohn Quile ist nicht vom Fischen zurückgekehrt. Mein Mann ist jeden Abend zu den Kiera-Klippen raus, um nach dem Boot zu gucken. Ich habe ihm gesagt, dass er ihn nicht wieder lebendig machen kann und dass er sein eigenes Leben riskiert. Wir hatten von den Ertrunkenen gehört. Aber er konnte nicht stillsitzen, nahm seinen alten Mantel und ging. Eines Abends ist er nicht heimgekommen. Ich habe meinen Bruder geholt und eine Fackel. Dann sind wir ihn suchen gegangen. Die Muire Diablen, die Meerteufel. Sie hatten ihn so übel zugerichtet, dass ich ihn nur am Mantel erkannt habe. Schlechter Toast, das weiß ich, aber das Ertrunkenenproblem seid ihr bald los. Versprochen. Leb wohl. Okay. Und verführt die Mädels. Würde ich mal sagen, wir gehen hier lang. Wir sind ja jetzt mit Hexaufträgen unterwegs. Oh, 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 oh. Ein Wunder, wir sind nicht gestorben. Der Fallschaden ist echt witzig, ey. Noch ein Opfer. Stirb. Gestank. Das sind Ertrunkene. Das Nest muss in der Nähe sein. Was? Ach so. Schon wieder dieser Gestank. Schleim und verrotten. Gift, wir haben dafür ein Gegengift. Ich muss doch finden, wo es ist. Ist es das hier? Ja.
Ich habe doch ein Gegengift geschluckt. Oh, noch mehr Ertrunkene. Igni. So. Kleine roten Mutagene haben wir heute bekommen. Wow. Ein Allgut-Absud. Oh, shit. Adrenalin-Pumpe werden außergewöhnlich schnell regeneriert, bis der erste gegnerische... Nee. Wir machen das Absud noch nicht. Mir ist dafür viel zu wichtig, dass wir die roten endlich mal fertig kriegen. Also das große Rote. Das große Rote, darüber brauchen wir noch drei. Deswegen ist mir das noch ein bisschen zu wichtig. Da mag ich lieber noch die hier machen. Ein Monsterlager. Druckstellen aber am sicher Hals. Nicht, dass er seinen Kopf zerstört. Er wirkt. Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, er wirkt. Sind überall Leichen. Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, Bootsreste, zerrissene Segel und Leinen. Seglerdekor, könnte man denken. Der Gestank, die Spuren an den Leichen, das muss das Lager eines Wasserweibs sein. Die haben einen guten Geruchssinn. Sie wird nicht wiederkommen, solange ich hier bin. Das heißt, sie lebt ja mit Ertrunkenen zusammen. Vielleicht kann ich mir aus deren Drüsen einen Extrakt zubereiten und meinen Geruch damit überdecken. Ach so. Haben wir denn schon dieses Rezept dafür? Anscheinend nicht. Bereite einen Trank aus ertrunkenen Pheromonen zu und verwende sie. Haben wir irgendwie ertrunkenen Absud? Gibt's nicht. Bei der Quest steht auch nichts. Ich wüsste nicht, wo wir sowas finden. Ach so. Ein Stück rostige Rüstung. Zerfällt mir in den Fingern. Meditieren kurz. Bereite einen Trank aus ertrunkenen Pheromonen. Woher soll ich wissen, wie das geht? Ich habe keine Ahnung.
Ich habe hier Gruft-Vibe absolut. Hm. Aber sonst? Troll, Short, Waldschrat, Wasser-Vibe. Wasser-Vibe absolut habe ich auch. Ein Trank. Ja, das hier unten sind ja Öle. Eine Tränke. Aha! Ertrunkene greifen den Hexer nicht an. Ertrunkene Pheromone. Ach, wie klar. Okay. Dann haben wir gerade. Das ist nicht mehr so lange her, wo wir den gemacht haben. Das ist der hier, ne? Ja. Das müsste reichen. Und jetzt auf die Lauer gelegt. Hinter dem Bogen. Jetzt kommt's. Tür ist. Jetzt wird es zugerichtet. Moment, zuerst natürlich im Bestiarium gucken. Das Ganze ist natürlich ein Nekrophage. Aber ja. Nekrophagenöl, Igni. Bombe werden wir nicht brauchen. Dafür haben wir das Nekrophagenöl. Hier. Doch nicht. Das heißt, wir haben noch nicht, weil es das Verbesserte. Wir haben noch nicht, weil es das Überlegene. Schade. So. Jetzt geht's los. Hallo. Stirb. Oh mein Gott. So. Das war's. Ein Tagesstern. Interessantes Schwert. So. Ab mit dem Kopf. So, so. Was haben wir hier? Schauen wir mal rein. Jetzt brauchen wir nur noch eins. Super. Dann haben wir nämlich das zweite, was wir brauchen. So, wir haben Bonusverfolgung bei Humanoiden. Und falls jetzt nochmal solche Typen auftauchen, also Ertrunkene, werden wir diesen Trank trinken. Dann greifen sie uns nicht an. Das ist echt nützlich. Habe ich bisher noch nie benutzt. Kommen wir von hier aus? Wieder getaucht. So. Kriegen wir jetzt die Belohnung. So, so. Und ich glaube, ich würde es wagen, jetzt mal nach dieser Quest hier schon die Hauptquest weiterzumachen. Einfach weil wir es können. So. Hallöchen. Erledigt. Dies ist der Beweis. Was soll ich denn mit einem Meerteu... Was zur Hölle ist denn das? Ein Wasservibe. Alt und gerissen. Sie war das Problem.
Ich habe in meinem Leben ja schon viel Geschmeiß gesehen. Muränen, neun Augen, Blobfische. Aber sowas noch nie. Deine Belohnung. Wohlverdient, Hexer. Wohlverdient. Ich verdiene mehr. Danke, leb wohl. Danke. Bis dann. Wie viel haben wir denn überhaupt gekriegt? 260. So verdient man sich Respekt ins Gellige, Geralt. Genau so. Ist doch okay. Dann opferten die Jarls auf Hindersfjall eine ganze Herde den Göttern, damit sie einen Mann finden, der mutig und stark genug ist, um Morgvak zu töten. Und jetzt kümmern wir uns. Moment, ich nehme natürlich noch zuerst hier, ne? Muss sein. Und was wir noch ganz schnell machen, bevor wir da weitergehen. So. Bevor wir hier da, ne? Gehen wir nochmal zu unserem Alchemistenmeister des Meisters, Meistermeister. Der wohnt hier, ne? Das ist er. Da gehen wir nochmal kurz hin. Und dann gehen wir erst mit Yennefer dann. Ne, ihr versteht schon. So. So. Was willst du noch? Ich hab dir schon alles beigebracht. Hast du was zu verkaufen? Ja. Aber es ist sehr teuer, das wissen wir mit, ne? So. Wofür würde er die verkaufen überhaupt? Boah, guck, das ist alles unser Gold. Oh Mann. Er hat leider kein Rezept. Ich hätte ein Rezept erwartet gerade. Deswegen bin ich auch nur hier. Naja, egal. Bis da. Ich ziehe leb wohl vor. Alter, das ist so ein Arsch eigentlich. Und der hat die Teile so teuer auch verkauft, ne? Deswegen, naja. Boah, das war echt nicht so geil. Er hat die Dinger wirklich verkauft. Boah. So viel Gold wie noch nie haben wir hier ausgegeben. Das ist echt krass, wie viel Gold wir hier ausgegeben haben. 13.000. Nur für die ganzen Rezepte. Okay, die Rezepte sind natürlich übelst geil. Wir haben jetzt so viele überlegene. Alter. Level 31. Nee. Das lassen wir lieber. Ein Druidenlager. Ach so, siehst du also hier. Hallo? Hallo? Gibt's ein Problem? Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut. Sollen doch alle erfahren, dass Yennefer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur etwas geborgt. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig. Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos. Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Begraben? Wovon redest du? Sie hat's dir nicht gesagt? Das dachte ich mir schon. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Sie tat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Es hat also niemand die Maske je benutzt? Nein, aber... Du weißt also nicht, ob und wie sie funktioniert. Doch.
Die Mythen berichten davon. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Dieben. Ein Diebstahl auf der einen, Ciris Leben auf der anderen Seite. Ich sorge mich auch um Ciris Wohlergehen und schlug andere Schritte vor. Aber Yennefer hörte nicht einmal zu. Sie sagte, dass sie zu lange dauern würden. Sie will und braucht sofortige Ergebnisse. Sie war schon immer ein Hitzkopf. Stimmt. Dieses Mal hat sie aber einen guten Grund. Nichtsdestotrotz wird sie... Was? Was war das? Uh-oh. Nein! Yennefer hat die Maske benutzt! Jetzt schon. Na toll. Schnell, mir nach. Wir müssen die Maske neutralisieren und ihre Macht zum Schweigen bringen. Es wird hier hundertprozentig nach Monstern wimmeln. Das weiß ich jetzt schon. Lieblinge. Ja. Was war das? Einhörner. Verdammt, Yen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Na, wunderschön. Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Nun, gehen wir. Hier entlang. Da ist die erste Stelle. Hier ist es. Leg die Maske an. Irgendwelche Anweisungen? Behalte sie auf, bis wir alles gesehen haben. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Ach so, ein Hexer hat einen bestimmten Schrittgang. Also einen Gangschritt, einen Gang. Einfach nur einen Gang. So, so. Yeah! Alles klar. Geralt, du machst nur Scheiße. Geralt. Geralt! Komm schon. Leg die Maske an. Ja, Moment. Ach, okay. Ein Kampf. Pass auf! Was war das? Irgendeine magische Explosion. So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Das war Yennefer, aber oder? Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich habe sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin? Entschuldigung. Gruselig hier. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wer hier war, als es geschah, hatte kaum eine Chance. Ich Alter. Weiß, was du denkst. Aber keine Sorge. Ciri kann auf sich aufpassen. So, so. Hier ist was. Und? Bereit? Ja. Bin. Ein Portal. Jemand jagte Ciri. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist?
Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche es herauszufinden. Komm! Wohin? Achso. Ja, dann go. Wenn ich mit dir fertig bin, gibt's von dir nichts mehr einzusammeln. Was? Nun ja, nun ja. Leg die Maske an. Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Ja. Das ist doch der Begleiter von Ciri, ist doch klar. Der Elfenmagier. Das waren Ciris Begleiter und der, der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Ja. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Ja. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Würdet ihr auch jemanden umbringen, wenn ihr dadurch Ciri finden würdet? Ich schon. Für bestimmte Menschen würde ich alles tun. Und der Rest? Der ist dir scheißegal, oder? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Ja, stylische Aschenbecher. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Oh ja, und sogar sehr viel. Ich rede mit Geralt. Du... Mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Wir glauben, dass hier ein mächtiger Fluch gewirkt wurde. Angesichts des Waldzustands klingt das einleuchtend. Wisst ihr auch auf wen? Noch nicht. Aber wir wissen, dass Ciri hier war. Kam mit einem Magier aus einem Portal. Jemand jagte sie. Sie kämpften. Ciri wurde verwundet, konnte aber fliehen. Wohin? Wohl nach Velen. Der Magier hat ihr ein Portal geöffnet. Dann kämpfte er gegen ihren Angreifer. Und? War's das? Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. Vision ist er in die Richtung geflogen. Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du... Ich kann. Geralt, bitte geh zur Seite. Bin ich doch. Ein Krieger der wilden Jagd. Oh nein. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Noch immer. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn... Wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Ich aber. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Ja. Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? In Ciris Adern fließt das ältere Blut. Ihr Stammbaum reicht bis auf Laradorn zurück. Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten. Ja. Aber ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich. Sie reist zwischen Orten und Welten. Raum stellt für sie kein Hindernis dar. Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Wo du von der Jagd redest, sie ist auch auf Hindasfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Ardskellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Nächster Halt, Hindasfjall.
Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Warte. Wollen wir zusammengehen? Jetzt gleich? Du verabscheust doch die Teleportation. Ich mag auch keine Tränke, aber wenn ich muss, dann trinke ich sie. Ja. Mhm. Du trinkst auch, wenn du nicht musst. Nun gut, gehen wir. Bleib in meiner Nähe. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindars Fjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Hm. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Quid, Panne. Noch nicht ganz trocken hinter den Ohren, doch da liegen sie. Und was, und ich, wenn Feigling lebendig und gesund. Nein. Wenn er uns nicht verlassen. Vielleicht. Eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage. Liebe Schwestern, entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid, sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben, vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri, hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor, davor. Sie war an den Stellen mit dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen. Bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden. Auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgwag zu kämpfen. Wer ist Morgwag? Wo ist dieser heilige Garten? Nicht weit von hier. Im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten. Das werden wir ja noch sehen. Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Natürlich. Ich mag es nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Macht ihr wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Okay. Soweit ich weiß, haben wir natürlich durch das Rennen, was wir hier gemacht haben, eine Schnellreise. Und können sofort das schnell reisen. Vielleicht ist diese Spur schon kalt. Perfekt. Einen Bissen. Nur einen haben. Was ist das? Ein Werwolf. Einen Krümel. Essen. Essen. Scheiße! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Interessant. Offenbar freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Also, wo fangen wir an?
Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt, aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann... Ja, ja. Gut. Pass auf dich auf. Komm schon, war ein Scherz, du Trottel. Ich brauche dich, Punkt. Besser? Besser. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Da unten ist etwas. Ich kann's nicht erkennen. Flache Spuren. Der Feigling ist vorsichtig aufgetreten. Geralt, mach keinen Scheiß. Ist das der Feigling? Keine Bissspuren. Morgwag frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist das der Feigling? Nein, der liegt schon länger hier. Was? Monsterspuren. Es ist gerannt. Hat etwas verfolgt. Morgwag war das Herumschleichen wohl leid und hat angegriffen. So. Komm schon, komm näher. Das war's dann. Fußspuren. Der Feigling war verletzt. Er rannte los. Das Blut des Feiglings. Die Tür rührt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außenrum. Morgwag gibt nicht so einfach auf. Gibt es hier einen Eingang? Alles abgeschlossen. Interessant. Da haben wir Schritte. Diverse Spuren, alte und neue. Sein Lager muss in der Nähe sein. Da komme ich nicht rüber. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. Okay, und dann hier durch oder was?
Interessant. Morgvark ist durch diese Tür gebrochen. Ein Symbol. Er muss was dahinter gewittert haben. Unberührt, nichts gefressen. Morgvark verschlingt seine Opfer nicht. Merkwürdig. Ich will zurück. Ich komme immer mehr zurück. Da werde ich fast neidisch. Willst du eine Geschichte hören? Wenn's sein muss, bin ganz Ohr. Es kamen Krieger, wussten, dass sie mich nicht töten konnten. Legten eine Falle, ketteten mich an, schlossen mich hier ein. Weißt du, was ich getan habe? Ich biss mir das Bein ab, um mich zu befreien. Jeder Biss war zum Heulen. Ich spuckte Blut. Die eigenen Gliedmaßen abbeißen tat weh? Wer hätte das gedacht? Das hätte ich auch nicht gedacht. Du verstehst das nicht. Das war mehr. Mein Maul brannte. Als ob ich Feuer geschluckt hätte. Als ob alles in mir zerrissen wäre. Ich dachte, ich sterbe. Aber ich schaffte es. Und dann zerriss ich sie. In kleine Fetzen. Ein winziges Stöckchen. Diese verfluchten Helden. Hat deine Geschichte auch eine Moral? Oder prahlst du nur? Die Moral ist... Du kannst mich nicht töten. Nicht aufhalten, nicht fesseln. Ich entkomme überall. Der Fluch. Ich kehre zurück, um dich wieder zu erholen. Ach, das ist Morgvark. Können wir jetzt reden? Ich kann's erst jetzt. So ist der Fluch. Ich muss beißen, kratzen, zerfleischen. Bis zum Umfallen. Du hast Zeit, bis mein Blut versiegt und ich zurückkehre. Hör zu. Brich den Fluch, befrei mich endlich. Ich werde dich belohnen. Es macht also keinen Spaß, ein Werwolf zu sein? Es ist furchtbar. Nicht der Garten, an den ich gebunden bin, sondern der Hunger. Was immer ich verschlinge, wird zu Asche. Ich kann nichts fressen, nichts trinken. Und doch lebe ich und streife umher. Der Hunger ist schrecklich. Ich fresse mein eigenes Fleisch. Aber der kleinste Bissen brennt in der Kehle. Wie heißer Teer. Ewiger Hunger. Klassischer kann kein Fluch sein. Das würde erklären, warum die Leichen alle unberührt waren. Hilf! Sonst komme ich zurück und reiß dich in Stücke. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Geh und sieh. Ich rate dir gut.
Was soll ich ihm denn geben? Fleisch? Mal sehen, ob es einfach geht. Morgwag, ich biete dir nach meinem eigenen freien Willen dieses Fressen an. Hau rein. Wird nicht zu Asche. Ich weiß es nicht. Das erfahren wir erst, wenn du es probierst. Los, einen Happen für Papi. Verdammt. Anscheinend nicht. Sagtest du etwas von einer Belohnung? Geplündert. Geflederte Echter Schatz. Ich suche einen Mann, den man den Feigling nennt. Er kam wohl... Wer herkommt? Oh, keine Ahnung. Dann kann ich nicht helfen. Leb wohl. Bis... Wie kann ich den Fluch denn brechen? Weil so bringt uns das ja nichts. Der kommt jedes Mal wieder. Werwolffleisch? Vielleicht müssen wir ihn jetzt nochmal erledigen und dann ihm sein Fleisch geben. Das kann gut sein. Das kann gut sein. So. Erkunde die weiteren Bereiche. Interessanter Fluch. Er wird also bald zurückkehren. Oh, was haben wir hier? Das Blut des Feiglings. Die Spuren führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken als gefressen werden. Speichern und dann springen in den Brunnen. In dem Brunnen. Da bin ich direkt unter Yen. Hey, hörst du mich? Geralt, hast du mich erschreckt? Tut mir leid, keine Absicht. Das will ich hoffen. Sag Bescheid, wenn du den Feigling findest. Verdammt. Tot. Schon eine ganze Weile. Yen, ich hab ihn. Oh, shit. Und? Ich hab schon Moder heute gesehen, die besser aussahen als er. Scheiße. Also, kratz zusammen, was du kannst und schaff die Reste her. Du hast wohl einen Plan? Ach was, verwesendes Fleisch fasziniert mich einfach. Mich auch. Wir reden, wenn du hier bist, ja? Yen, charmant wie immer. Okay, ich glaube aber der Werwolf doch nicht. Er verwest schon. Aber die Stimmbänder sind intakt. Vielleicht kriegen wir noch was aus ihm raus. Er sieht nicht sehr geschwätzig aus. Man kann jeden zum Reden bringen, auch eine Leiche. Man muss nur wissen, wie. Ich dachte, Nekromantie sei streng verboten. Ja. Das ist Sex vor der Ehe auch. Aber ich gebe nichts auf solchen Blödsinn. Brauchst du noch etwas für den Zauber? Mhm. Das Blut eines Neugeborenen, eine Jungfrauenzunge und das Auge eines Molchs. Jetzt nochmal ohne Sarkasmus? Ich brauche nichts. Ich bin eine Zauberin, keine Kräutermuhme. Ich brauche nur Energie. Davon allerdings reichlich. Zum Glück ist dieser Ort voll von Magie. Magie. Außerdem ist er heilig. Die Priesterinnen werden toben, wenn du mit seiner Energie Leichen wiederbelebst. Also sollten wir besser fertig sein, ehe sie merken, was passiert. Ja, dann... Go. An die Arbeit. Selene, Selene,
Defrain! Selene! Selene! Davida! Feigling von Lofoten! Nein, ich habe einen Namen. Fjall. Wir suchen nach Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Hast du sie gesehen? Welcher Fluch? Das ist mir egal. Was ist mit ihr geschehen? Was hat sie hier gemacht? Sprich! Nein! Sprich! Sprich! Das Meer! Sie fiel! Ist fast ertrunken! Und jetzt wieder spielen wir als Ciri. Aber ich glaube, das seht ihr erst in der nächsten Folge von Let's Play Witcher 3. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge.